Jetzt hat es einen Riesenskandal gegeben in Graz. Da ist bei einer SPÖ-Veranstaltung eine Coverband aufgetreten und der wurde verboten, Andreas Gabalier zu spielen, Hulu Balu. Was halten Sie davon? Ist das die richtige Entscheidung, Andreas Gabalier nicht zu spielen? Also lassen wir die Kirche im Dorf. Es ist Musik und Musik ist eine Geschmacksfrage. Ich bin da sehr gelassen. Jeder und jede soll die Musik hören oder spielen, die sie will. Aber halten Sie das richtig, dass hier die SPÖ verbietet, einen bestimmten Künstler zu spielen, wahrscheinlich mit einem politischen Hintergrund, weil eben Andreas Gabalier eher konservativ eingestellt ist und vielen Songs ja auch unterstellt wird, frauenfeindlich zu sein? Also mögen Sie persönlich Andreas Gabalier, würden Sie das zu Hause hören oder finden Sie das richtig, dass das verboten wird? Also Musik ist auch Geschmacksfrage und es ist auch eine Geschmacksfrage, ob die SPÖ Graz sich jetzt dafür oder dagegen auf ihrer eigenen Veranstaltung entscheidet. Da möchte ich mich nicht einmischen, das sehe ich sehr gelassen. Ich hake nach im ORF-Stil. Also Sie sind da, Sie unterstützen das, dass sie das verbietet. Das ist eine Geschmacksfrage und das ist die Veranstaltung der SPÖ Graz und sie hat das Recht, dort zu sagen oder zu bestimmen, welche Musik sie dort vor Ort spielen will. In dem Fall hat sie eine Entscheidung getroffen und diese auch zu respektieren. Das heißt, von Ihrer Seite gibt es zu dieser Entscheidung keine Rüge, aber auch kein Lob, denn das ist Sache der SPÖ Graz. Persönlich, was halten Sie von Andreas Gabalier? Es ist ein Sänger und Künstler wie viele tausende andere. Mein persönlicher Musikgeschmack ist es nicht.